Hier siehst du unser Makroset für Affinity Photo zum Thema Herbstzauber. Und hier in meinen Vorher-Nachher-Beispielen siehst du, was dieses Makroset kann. Es kann also deine Bilder in eine herbstliche Stimmung eintauchen. Und wie genau das funktioniert, möchte ich dir jetzt in Affinity Photo einmal zeigen. Dazu habe ich folgendes Beispielbild und wir wollen gemeinsam schauen, wie schnell und einfach es doch ist, aus dem Ausgangsbild dieses Nachherbild zu zaubern. Dazu werde ich jetzt einmal alle Ebenen wieder löschen und wir haben hier das ganz normale Ausgangsbild. Okay, wie bekommst du als erstes überhaupt dein Makro in Affinity Photo hin? Vorteilhaft ist, wenn du die Bitte lesen PDF dir einmal anschaust, die du mit dem Dateipaket heruntergeladen hast, denn hier steht nochmal ganz genau, wie du denn deine AF-Makros-Datei in Affinity Photo importieren kannst. Bei Mac ist es ganz einfach. Du klickst einfach doppelt und schon ist dein Makro in der Bibliothek enthalten. Bei Windows gehst du über die Bibliothek selbst. Wir haben hier nochmal einen wichtigen Hinweis hinterlegt. Wenn du bereits Makros hinterlegt hast in Affinity Photo und diese Makros haben den Namen der neuen Makros, dann kann es passieren, dass diese überschrieben werden. Daher ist es gut, wenn du das vorher einmal abprüfst und diese Makros, also die bestehenden Makros, vielleicht umbenennst. Okay, und jetzt gehen wir mal zurück zu Affinity Photo. Und ich habe hier mein Bibliothekfenster. Falls dieses bei dir nicht in der Standardansicht drin ist, kannst du dieses über Ansicht Studio Bibliothek aktivieren und dann ist es hier drin. Unter Mac ist es ganz einfach mit Doppelklick, aber das ist ein Windows-System, daher gehst du hier über das Submenü, Makros importieren und suchst dir jetzt genau raus deine Datei, hier ist sie, und kannst diese öffnen. Und schon fügt diese sich hier unten an und das ist hier diese, der Herbstraum, und du siehst hier ein ganzes Set. Tools, das ist nur eine Überschrift und du siehst hier insgesamt 7 Makros, einmal Herbstraum 2, Haze 1, Haze 2, blaue Töne, Glow, Kontrast und Details. Und als Ausgangsbasis nutzt du einfach mal Herbstraum 2 bei deinem geöffneten Bild. Und das tue ich jetzt einfach mal. Wir haben hier diese Hintergrundebene. Ich drücke jetzt auf Herbstraum 2. Und mein Makro fängt schon an abzulaufen. Okay, der Assistent, wenn der mal erscheint, den kannst du einfach schließen. Und wenn du jetzt hier einmal öffnest, dann siehst du, was genau eigentlich passiert ist. Wenn ich diese mal ausblende, wieder einblende, dann siehst du, alles klar, es gibt hier also eine erhöhte Sättigung. Etwas wurde am Kontrast gearbeitet, wir haben eine Vignettierung erhalten. Ich denke, als Ausgangsbasis können wir das so lassen. Ich klappe das mal wieder ein. Und jetzt geht es weiter, dass wir einen nebligen Dunst über unser Bild legen. Entweder so oder so. Was gefällt mir besser? Der oder der? Na, ich werde mal den zweiten lassen. Das passt für mich. Wir tönen das Ganze noch etwas blau ein. Wollen wir das Blau haben? Ja, eigentlich wollen wir eher so diesen Orange farbigen Ton haben, daher kann ich entweder jetzt hier hineingehen und gucken, ob ich bei der Tonwertkorrektur Änderungen vornehme. Das ist in diesem Fall nicht sinnvoll, das heißt, ich lösche einfach diese Ebene wieder. Okay, wir lassen das Ganze jetzt noch etwas glühen, erhöhen den Kontrast dabei. Und beim Kontrast gehen wir mal einfach rein und sagen, die Deckkraft könnte durchaus noch etwas höher. Ja, so, man sieht schon, was passiert. Ja, so ungefähr. Ja, schieben wir es mal wieder hoch. Okay, und als letztes arbeiten wir die Details nochmal aus, das ist so eine leichte Schärfung. Okay, jetzt haben wir eine gute Ausgangsbasis, um an diesem Bild weiterzuarbeiten, und zwar in Form von Overlays, die wir über das Bild packen. Ich kann jetzt über das Menü Datei platzieren gehen, denn du findest auch noch den Overlay-Ordner und da haben wir dir 4 Dateien reingelegt. Einmal eine Bokeh-JPEG, die nehmen wir einfach mal, und ich starte diese über Öffnen. Jetzt siehst du dieses Zeichen und kannst diese von links oben nach rechts unten einfach so aufziehen. Okay, und hast jetzt so einen weich gezeichneten Bokeh-Hintergrund. Das Ganze setzen wir mal in den Modus Multiplizieren. Senken nochmal etwas die Deckkraft. Man sieht, alles klar. Oder eignet sich vielleicht eine andere Filmmethode viel besser? Du kannst hier ganz einfach so runtergehen und checkst das für dich optimale in der Verrechnung ab, denn es hängt auch immer ein bisschen ab von deinem Ausgangsbild, wie dieser Effekt dann tatsächlich auf das Bild wirkt. Und ich finde hartes Licht, ja, hartes Licht finde ich schon sehr gut.
Und wir lassen es einfach mal beim harten Licht. Je nach Bildmotiv eignet es sich auch, das SunJPEG zu nehmen. Ich zieh's mal rüber, denn so kannst du sehr einfach im Modus negativ multiplizieren. Auch nochmal ja, so ein bisschen die Sonne anschalten in deinem Bild. In diesem Fall, ich weiß gar nicht, wollen wir es so machen? Ja, nein. Na, ich lasse es mal einfach hier. Aber die Deckkraft ist viel zu hoch. Reduzieren wir etwas. Ja, so auf diesen Wert. Okay. Und jetzt geht es weiter, dass wir auch noch ein paar Blätter ins Bild hineinfügen. Und zwar kann ich jetzt gleich beide gleichzeitig markieren, indem ich jetzt die Shift-Taste gedrückt halte und die drücke einmal öffnen. Und jetzt ziehe ich mir einfach mal diese Blätter ins Bild Nummer 1 und Nummer 2. Okay, und die Blätter, die verrechne ich auch im Modus Multiplizieren. Okay, wunderbar. Die lasse ich da. Diese Blätter ziehe ich noch etwas rüber ins Bild. Ja, vielleicht hierhin. Dann machen wir hierhin. Okay. Jetzt wirkt das Ganze mit den Blättern ja noch etwas unnatürlich, weil die einfach hart im Bild drin sind. Was kann ich tun? Ich gehe in mein Filtermenü und sage, gib mir etwas Unschärfe, und zwar Bewegungsunschärfe. Guck mal, hier links sieht man schon, was passiert ist. Ja, wir lassen es so anwenden. Und das Gleiche mache ich bei den anderen Blättern auch. Filter, Unschärfe, Bewegungsunschärfe. Und jetzt sieht das Ganze ein bisschen natürlicher aus, so als würden die tatsächlich ins Bild so ein bisschen minimal reinfliegen. Okay, was fehlt jetzt noch? Ja, ich sollte vielleicht den Innenbereich etwas ausblenden. Das mache ich über eine Maskierungsebene. Die füge ich hier hinzu. Ich wähle meinen Malpinsel mit schwarzer Farbe. Und ich sehe schon, was passiert mit schwarzer Farbe. Ich kann hier rübergehen und die unerwünschten Blätter einfach ausmalen. Das sind diese. Okay, das Gleiche mache ich hier auch nochmal. Maskierungsmodus. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Ja. Okay, so passt das schon ganz gut für mich, aber irgendwas fehlt noch zum großen Glück. Und dazu zoome ich mal etwas raus. Okay, und gehe nochmal rein ins Bild, platzieren. Und jetzt werde ich einfach mal diese Blätter noch einmal neu in mein Bild hineinbringen. Und zwar diesmal in einer sehr, sehr großen Anmutung. Und noch einmal. Okay, jetzt muss ich diese nur noch einmal so positionieren, dass es für mich sehr gut passt. Ja, wir nehmen die beiden hier, okay, und tauchen die auch in den Modus multiplizieren. Und die nehme ich auch mal multiplizieren. Und den verschiebe ich jetzt noch. Na, vielleicht hier hinein, genau. So. Jetzt fange ich an, auch dieses zu maskieren. Mit meinem Malpinsel. Wir gucken mal, ja. Der muss raus, auf jeden Fall. Der muss raus, okay. Ja, der soll drin bleiben. Und das mache ich mit dem auch. Maskierungsebene wieder hinzufügen. Darf drin bleiben, darf drin bleiben, darf drin bleiben. Okay. Und diese großen Blätter, die setze ich jetzt nicht in den Modus Bewegungsunschärfe, sondern da nehme ich einmal Gausche Unschärfe. Okay, so wunderbar. Das gibt den Ganzen nochmal irgendwie wie eine neue Ebene. Im Vordergrund, okay. Vielleicht schiebe ich das Bild noch etwas weiter runter. Vielleicht hier hin, okay. Und das mache ich mit diesem Bild genauso. Filter, Unschärfe, Gausche Unschärfe. Okay, wunderbar. So, lasse ich es. Ich schiebe das auch noch ein Stück weiter rüber. Ja, machen wir so vielleicht. Okay. Und jetzt zoome ich wieder weiter rein in mein Bild. Und wir gucken uns einfach mal das Ergebnis an, wie weit wir dann gekommen sind in dieser Kürze der Zeit. Ja, wunderbar. Ist es nicht herbstlich geworden? Wir machen mal vorher, nachher. Vorher, nachher. Ja, wunderbar. Und ich finde, ein Teil meiner Arbeit hat mir noch tatsächlich dieses Makroset abgenommen. Ich konnte schon mal ein Grundsetting aufbauen und mit den Overlays in Form der beiden Blattebenen und auch mit dem Bouquet-Hintergrund
Ja, war es mir eine sehr, sehr große Hilfe, tatsächlich etwas Herzauber in mein Bild hineinzubringen. Also mach es uns gleich, es wird nicht bei jedem Bild genauso einfach funktionieren, aber ich denke, mit diesem Makroset hast du ein probates Mittel, um tatsächlich so ein bisschen Herbststimmung in deine Bilder zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Arbeit mit unserem Makroset Herbstzauber.